Herzlich willkommen zurück bei The Forest, wo wir uns momentan ein bisschen beeilen müssen. Da kam nämlich gerade ein Eingeborener, den haben wir schön eingefroren mit dem Endscreen. Und wir haben ja zum Glück eine schöne Festung, in die wir uns zurückziehen können. Natürlich nur. Ich darf jetzt hier nicht so unachtsam rumlaufen. Muss jetzt ein bisschen gucken, dass hier keine Eingeborenen rumhängen, die hier gerne auch mal mit Vorliebe rumspawnen. Sind das die, die wir hier gespeichert haben? Ich weiß es gar nicht. Da müsste da vorne eigentlich noch müssten einige liegen. Ich glaube nicht, dass es die sind. Okay, wir haben ein Problem. Wenn ich mir die KI so betrachte, haben wir doch kein Problem. Wir sind absolut sicher. Wir werden hier niemals ein Problem... Alter, wie viel kommen denn da noch? Irgendwie gefällt mir die Location doch. Wenn wir die Eingeborenen ja wieder jetzt alle platt machen, die Mauer zu Ende ziehen, da vorne das Tor sichern. Wir könnten auf der Seite noch ein Tor machen. Eigentlich wollte ich hier ein Tor gemacht haben. Das ist voll blöd, habe ich vergessen. Ich wollte genau auf diese Seite noch ein Tor machen mit dem Feuer drin. Sodass die alle durchlaufen und alle brennen. Oh, wir müssen mal langsam was essen. Ja, da müssen die Eingeborenen das aber verstehen. Ach, die sind schlau. Jetzt sammeln die sich alle hier. Was passiert denn? Ich glaube, wir werfen den zu weit, ne? Ui! Da ist wieder eine neue Einwohnerin. Die leben aber alle noch. Okay, pass auf. Was passiert denn? So? Freunde! Na komm, der muss doch brennen. Oh, beide Hände blutig? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kann das nur mit einer Hand. Irgendwie brennen die nicht. Na gut. So, Apotheker, Hausapotheker haben wir gleich hier, wie ich gerade sehe. Sehr gut. Dann haue ich mir mal ganz kurz einen Lurch auf den Grill. Und dann schalte ich mal wieder auf die hier. Eingeborene sterben jetzt übrigens nicht mehr seit dem neuen Patch, wenn sie brennen. Die kriegen zwar was abgezogen, logisch, aber die sterben nicht mehr gleich. So, ich hoffe, ich werde jetzt mal ganz kurz was grillen und dann hoffe ich, dass die Eingeborenen immer noch lau Energie haben. Das wäre mir sehr recht. So. Nimm, 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 nimm. Okay, dann gehe ich mal hier auf mein Dächelein. Dächelein? Oh, ich gehe hier auf mein... Ach, ist so schön. So. Na, einer scheint ja relativ hyperaktiv zu sein. Können wir den Freunden denn da vorne... Die brennen irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, die haben jetzt sofort ein Immunsystem entwickelt gegen die Dingens. Hui, der kleine Freund. Jetzt gehe ich mal auf diese Seite. Na, wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Ja, hallo. Ich habe gerade gehört, wir sind nicht alleine. Uha. So, die stehen immer noch da. Unser Schnucki ist irgendwie weggelaufen. Uha. Aber ich glaube, hier unten im Zelt ist noch jemand. Oder ist das Schnucki? Schnucki, das bist ja du.
Und ich dachte, das wäre jemand anders. Da hast du mir ein bisschen Angst gemacht. Ja, die KI ist, ja. Ich, ja, das... Kann man eine KI nicht so programmieren, dass vielleicht eingeboren oder generell diese Viecher nicht einfach nur gegen Zäune laufen? Na hey! Du süße Maus! Ich hasse das Wort Maus übrigens, finde ich ganz furchtbar. Oh, sie hat mich gesehen. Sie lebt. Boah. Jetzt aber Ruhe. Wie viel Damage die uns gemacht hat eigentlich, obwohl... Obwohl die uns eigentlich gar nicht hätte treffen können, weil die ja eigentlich auf dem Boden lag. Die hat uns aber trotzdem dreimal getroffen, einfach nur, weil wir sie immer auf dem Boden gehittet haben. Freunde? Alter, da stehen die Schuhe noch. Wie geil ist das denn? Die Füße. Kumpel, hallo. Das sind also die Neuen. Guck mal, das ist wie im Disney-Film, da fliegen gleich die Vögel rum. Du bist eine von den Neuen, da sind doch nur die Haare neu. Okay. Ja, ach so. Oh, die hat ein Leuch zwischen den Beinen. Wisst ihr Bescheid? Ciao! So, einmal in den Popo gestochen. Das war so schön. Und da steht immer noch ein Beinchen rum. Und, Ciao! Wir haben eigentlich genug Krempel, um auch hier wieder ein Effigy aufzustellen. Weißt du was? Das mache ich jetzt auch gerade mal. Ein Effigy. Effigy. Das klingt so quietschvergnügt. Ein Small, ne? Das Large ist mir zu large. Obwohl, hier können wir ruhig... Ich höre die ganze Zeit Schritte. Das sind wahrscheinlich die Garnickel und alles, was hier so rumkreucht und fleucht. Wenn wir hier ein Large Effigy aufstellen, das soll jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, gefixt sein oder keine Ahnung, was das heißt. So. Das mit den Armen ist offenbar immer noch nicht gefixt, wie das, also sicher wie das Armen in der Kirche. So, ein Kopf. Noch ein Kopf. Wir brauchen noch zwei Beine, glaube ich. Da schauen wir mal. Ich glaube, Beine haben wir eine ausreichende. Ach, guck mal hier. Huch, was war das denn? Ach ja, der Arm. So, jetzt brauchen wir noch einen Kopf. Ein Steinchen bräuchten wir auch nochmal. Das war ein Steinchen. Hier war doch noch irgendwo ein Kopf. Das Blöde an den Köpfen ist, die sind so rollfreudig. Die sind so rollig einfach. Und jetzt wird es langsam auch zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Wir haben hinten ja noch zwei Leichen. Wir haben noch eine Dame drin rumliegen. Und ich glaube, ich gehe auch erstmal pennen gerade.
So, Stickies brauchen wir noch 3. Die können wir gerade nochmal sammeln eben. Steine können wir auch mitnehmen. Warum auch nicht, wenn die schon mal da sind. So, Eingeborene sehe ich nicht. Stickies sehe ich allerdings auch nicht gerade hier. Hallo? So. 1, 2, 3. Und ich nehme einfach noch ein paar Stickies mit, weil brauchen können wir die ja eh immer. Ich sehe hier zwar gerade überhaupt nichts. Hör auf zu knistern. Plimpläum, plimpläum, plimpläum. So, ditte, ditte und ditte, wa? Sind ja eh nur noch 3, die fehlen insofern. So. Und wir gehen mal durch die viel zu niedrige Tür. Den können wir morgen noch massakrieren. Ich glaube, ich gehe dann erstmal schlafen. Hier haben wir noch die Dame unseres Herzens. Für mich sehen die Brüste leider alle gleich aus. Es tut mir leid. Ich will da jetzt auch nicht direkt hinstieren. Das wäre unhöflich, liebe Damen. Aber, ich habe jetzt noch keinen Unterschied bei den Cups feststellen können, wenn ich das mal so sagen darf. So. Ich hoffe, es wird morgen. Was war das denn für eine Aktion? Alter, die springen viel mehr. Alter! Hör auf! Mit der auch gar nicht blocken mit der Axt hier. Fatality. Wir haben weiteren Besuch. Ich sehe ihn nur nicht. Wett. Hallo Piepmatz. Oh, der ist tot. Der auch. Das ist ja ein Unfall. Plümps. Okay, wir kriegen offenbar unsere Köpfe für das Effigy schneller zusammen als gehofft. Ich bleibe mal hier drin, weil die uns hier nur von einer Seite angreifen können. Und die ist natürlich vorne. Da oben auf dem Baum ist er gerade hochgeklettert. Hast du gesehen? Jetzt klettert er da hoch. Und hier ist immer noch einer in der Nähe, verdammte Axt. Da ist er gerade wieder rumgesprungen. Alter! Jetzt mag ich die Festung doch. Jetzt macht die Spaß. Ich kann auch klettern. So, ich brauche mal eben die Übersicht. Das ist nur der eine. Ich kann leider nicht in die Bäume gucken. So, jetzt aber. Ich habe meine Kontenance wieder. Und schmecke meine Kontenance. Oh. Boah, wenn die nicht immer wieder aufstehen würden. So, jetzt erstmal hier. Wieder unser Panini-Sticker-Album da draußen fertig kriegen. Ich finde das so schön, wie von denen jetzt die Beine immer stehen bleiben. So, komme ich denn an den Kopf ran? Ja.
So, ich habe versucht, mit der rechten Maustaste zu blocken. Es geht definitiv nicht mit der Steinaxt. Zumindest nicht bei mir. Ich weiß es nicht. Ich konnte es mit der Steinaxt aber auch noch nie. Ich weiß nicht warum. So, pass auf. Den hier, können wir den auseinandernehmen? Der ist nur Deko. Okay, mit dem können wir nichts anfangen. Aber da liegt ja noch die Dame unseres Herzens. Schnucki, ich liebe dich. So. Aber ich liebe auch... Ich liebe jedes einzelne ihrer Körperteile. Ich möchte sie erkunden und liebkosen. Habe ich wieder Schritte gehört? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also wenn, dann sollte mal gefixt werden, dass die Tiere genau die gleichen Schritte haben wie die Eingeborenen. Das ist irgendwie ein bisschen... So, zwei Köpfe brauchen wir noch. Hier vorne haben wir keine, ne? Es ist immer noch Nacht übrigens. Ich weiß, es ist bestimmt nicht aufgefallen. Ich sag's nur mal. Ich glaube, dann gehe ich nochmal schlafen. So, die funktioniert jetzt auch richtig. Wenn man die anzündet, dann brennen die wieder, ohne dass man 10 Kilo Blätter reinpumpen muss. Was macht denn diese Schrittgeräusche? Und wo ist... Wo ist denn schon wieder die Axt geblieben? Ich popel in der Nase. Lalalala. So. Die Bäume hat er hier komischerweise nicht gespeichert. Fällt mir jetzt erst auf. So, pass auf. Ich gehe mal pennen gerade. Ich hoffe, dann wird es wieder Tag ohne Pling-Ploing. Es ist immer noch Nacht. Pling-Ploing. Ach ja, ein Pling-Ploing-Mann. Der latscht da hinten gegen die Wand. Haben wir noch andere Pling-Ploing-Leute? Nee, ne? Es ist nur der eine Pling-Ploing-Mann. Das heißt, ich werde mal ganz kurz... Ah, da ist die Steinaxt zum Glück wieder. Was ich aber nochmal ganz kurz mache, ist natürlich... So, wir haben noch Hunger. Das Blut ist zum Glück runtergewaschen. Ich hatte noch nie eine Infektion von diesem Blut übrigens. Ich weiß gar nicht... Wie sich das zusammensetzt. Ob da was dran ist. Schnauze! Ah. Boah, wie cool das aussieht, wenn die atmen. Ist fast schon immer schade, die umzubringen. So, ein Kopf fehlt uns nur noch. Ein einziger. Dann haben wir ein großes Effigy fertig. Effigy. Und so wie ich das sehe, wird das wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Können wir denn jetzt bitte schön schlafen? Oh, die Sonne. Oh, ich bin irritiert. So, ich mache hier nochmal ganz kurz ein Feuerchen. Bei Regen geht es mit dem Feuer natürlich nicht so gut. Da muss man ein bisschen mehr reinpumpen. Wenn es nicht regnet, geht es immer noch sehr gut. So. Ich schnapp mir nochmal die Axt. Und ich glaube, was liegt denn da? Eine Flare. Gefällt mir eigentlich doch ganz gut, das Lager. Das müssen wir nur noch zu Ende bauen. Also eigentlich gefällt es mir gut. Ich glaube, ich werde es mal zu Ende bauen. Tut mir leid, liebe Leute, aber hier ist immer was los. Und wir haben immer zu essen. Wir haben Unterkunft. Wir haben eigentlich alles.
Es fehlt noch Selbstschussanlagen und so weiter, aber ich glaube, hier lässt sich schon leben. Und einen Fußabtreter haben wir auch, offenbar. So, Survival, denn wir brauchen natürlich auch wieder Rüstung. Ist hier noch... Hier liegt noch ein Kopf. Cool. Geil, ein großes Effigy. Ich würde sagen, da mache ich erstmal ganz kurz ein Freudenfeuer. Brennt eigentlich auch genau wie alle anderen. Survival! So, ich sammle uns erstmal wieder ein bisschen Rüstung ein. Das mit den Armen und so, ich glaube... Ach man, ich wünschte, wir hätten eine Wurstküche, wo wir die verbraten könnten. Oder irgendwas, einen Schredder, damit wir da mal Hack draus machen können. Survival! So. Na. Ich hab dich gesehen. Oh. Du hast mich zu deinem Kumpel geführt, das ist aber lieb von dir. Okay. Der hat uns ja zu seinem Kumpel geführt, insofern können wir ihn ja leben lassen. Hier draußen liegen auch noch zwei. Jetzt brauchen wir die allerdings nicht mehr. Bälle haben wir jetzt auch. Ich hätte gerne eine Kiste, wo ich so Sachen reintun könnte, wie Bälle oder sonst irgendwas. Eine Art Inventory-Kiste natürlich. Wie cool das war mit dem Typen, der da und die Bäume hochgeklettert ist. Das hat man ja sonst nur im Outro gesehen, oder? Also uns, wir hatten sonst nicht so viel Glück. Muss ich ja sagen. Ich weiß, dass es das gibt. Aber bei uns habe ich sowas noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Die Steinaxt ist wieder weg, natürlich. Jetzt ist die Steinaxt wieder da. Ich weiß nicht, warum man die manchmal weglegt. Ich mach mal Folgendes. Der Timer ist eh auf 20 Minuten. Da kann ich ja ruhig die Überlänge ein bisschen nutzen, um den Zaun... ein ganz kleines bisschen voranzutreiben. Ein Karnickel würde ich gerne noch jagen. So, vielen Dank. Sehr convenient. Und fast möchte ich die Bäume hier neben dem Fort lassen. Weil ich das irgendwie cool finde, wenn die Eingeborenen da hochspringen und da rumspringen, durch die Gegend springen, von Baum zu Baum springen. Das finde ich irgendwie geil, muss ich zugeben. Also jetzt nicht geil im Sinne von sexueller Regen, sondern generell finde ich es cool. Weil es macht echt einen schlanken Schuh. Was immer das heißt, ich weiß es nicht. So, hier die Ecke hätte ich gerne noch ein bisschen weiter zu. Wieso ist hier eigentlich so eine komische Lücke? Vielleicht mache ich da einfach Feuer hin. Hallo? So. Eigentlich wollte ich ja, wie immer, erstmal die Bäume fällen und dann hinbringen, aber andererseits... So hängt man nicht die ganze Zeit nur an Bäumen rum. So, das ist auch schon ein bisschen weitergekommen und dann... würde ich sagen, das hier können wir auch nochmal nehmen. Da hat er sich die Bäume gemerkt, die wir gefällt haben, aber die anderen nicht. Das verstehe ich nicht ganz. Das Speichersystem ist mir irgendwie noch sehr suspekt. So, pass auf, wir gehen da zumindest nochmal um die Ecke und dann können wir hinterher immer noch gucken. Und was ich schön finde, ist, dass mit dem Regen der Bug wurde mit dem Patch behoben. Das heißt, obwohl es geregnet hat, regnet es jetzt nicht mehr. Das ist sehr schön. Die Vöglein zwitschern und wir tun es auch. Und ich frage mich immer irgendwie, ob es eine gewisse Anzahl an Eingeborenen gibt, bevor wir alle umgebracht haben. Und vor allen Dingen, jetzt kann man sich nicht beschweren, wir haben die diesmal nicht mit der Flare Gun umgebracht. Wir haben die ganz regulär. Das war ja so dämlich. Ja, ja, komm. Fäll mal lieber einen Baum. Mach was Sinnvolles mit deiner Zeit. Weniger brennen, mehr fällen, Junge. So ein Kack. Einfach mal ins eigene Feuer laufen, das ist, ja. Weiß ich auch nicht. So,
Was ich ein bisschen schade finde, ist übrigens, dass man nicht mehrere Savegames hat. Das wäre noch schön, weil ich würde auch sehr gerne einen Spielstand nebenbei betreiben, wo ich mal ein bisschen rumprobieren kann, wo ich mal ein bisschen üben kann, wo ich mal versuchen kann, einfach mal ein bisschen auch das Bauen, wo man das mal lernen kann. Ich kann ja momentan nur im Let's Play spielen. Sobald ich privat spiele, ist der Spielstand hier korrumpiert und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen, das ist ein bisschen schade, dass ich da momentan nicht mehr machen kann. Das, ich würde gerne einfach mal abseits vom Let's Play auch mal so ein bisschen spielen und vielleicht auch mal so ein paar verschiedene Baustile ausprobieren oder wo man was bauen kann und sowas. Fürs Let's Play halt schon mal ein bisschen vorarbeiten. Das wäre schön. Aber es gibt bestimmt irgendwo ein Safe Game, was man dann irgendwie umbenennen kann oder sonst irgendwas. So. Ich glaube, das reicht dann erstmal an Bäumen. Dann machen wir wieder was Normales. Da kann sich ja keiner beschweren. Wir haben die reguläre Folgenlänge lang, hat man ja richtig Action heute. Und es fängt natürlich wieder an zu regnen. So. Na dann, einmal durchs Feuer laufen. Hat's gerade Pling-Ploing gemacht. Weiche, mit meinem Stock werde ich euch verprügeln. Ich glaube, es war kein Pling-Ploing, ne? Dann ist ja gut. Okay, wir bauen mal fleißig weiter. An unserer kleinen Fake-Wand hier. Kein Pling-Ploing. So, dann hole ich mal ganz kurz alle Baubestämme zusammen. Dann bauen wir die mal alle da rein. Und dann reicht's auch erstmal wieder. Die Wand kriegen wir eh noch fertig. So. Flups. Also mit der Ausdauer hat das nicht ganz so. Da müssen wir mal gucken. Da können wir uns ja ein Soda reinkippen hier. Erstmal ein Soda und Gomorra. So. Ist ja nur ein Schlückchen, das geht ja. Da haben wir nicht allzu viel ausgegeben. Dann können wir jetzt trotzdem noch ein bisschen durch die Gegend laufen, ohne zu schlafen. Das ist doch auch gut. Ach du Heilige, wo ist der denn gelandet? So. Ich mag den Regen, aber er sollte seltener sein. Seltener! Mist. Dass man sich dann auch freut, dass es regnet und wieder denkt, oh, schon wieder Regen. Okay, was war das denn? Sekunde. Survival! Survival! Ja, klappt super. Haben wir einfach Geld zwischen den Steinen gefunden, was total realistisch ist. Das Geld liegt auf der Straße. Okay, den nehmen wir auch noch mit. Ich weiß gar nicht, wie wir da noch haben. Ich glaube, das Ding, da mache ich nochmal zu Ende und dann reicht das auch. Noch schon mal am Ende? Ah ja, siehst du. So, hier kommt man dann ja eigentlich rein, ne? Und wenn wir dann da stattdessen auch so ein Feuerding hinsetzen, huch. Da, wo die reinkämen, aber ich glaube nicht, dass sie das raffen. Die Eingeborenen sind noch nicht schlau genug. Das kommt vielleicht später, ich weiß es nicht. Hier müsste man das eigentlich hinsetzen. So, immer wenn die uns da... Das darf doch nicht wahr sein, was ist denn los? Ich glaube, meine KI ist für den Arsch. So, ich glaube, ich laufe dauernd in die falschen Sachen rein. Wir haben die gesamte Rüstung verloren, nur wegen Feuer. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Rüstung haben wir wieder drauf. Wir müssen leider Lurche jagen. Hallo, Herr Lurchmann. Survival! So. Wo ist denn hier ein Lurch? Ich glaube, der ist durch.
meinen Axthieb getötet worden. Es wäre später noch praktisch, wenn man diese Welle auch selber wieder wegmachen könnte oder dekonstruieren, genau wie Blueprints. Das wäre noch sehr praktisch, das würde ich mir noch sehr wünschen. Dann könnte man nämlich auch so ein Lager später noch erweitern, indem man Durchgänge schafft und dann einfach da noch anbaut und sowas. Jetzt momentan ist es ja auf einer Basis, die sich nicht mehr ändern lässt. Wenn man also irgendwas da hinbaut, wenn man irgendeinen Fehler macht, ist man sofort am Arsch. Hallo, bleib doch mal stehen, Junge. Na, Alter. Vor das Chamäleon. So. Chamäleon Diaz ist das. Haben wir hier noch? Nö. Ja, ich weiß, wir sind blutig. Kümmer dich mal lieber um den Lurch hier. Na gut. Drei haben wir, glaube ich. Zwei müssen wir noch. Dann haben wir die Rüstung zumindest wieder zusammen. Wir haben das Lager ein bisschen weitergebaut und wir haben heute unsere Position verteidigt. Wir haben ein großes Effigy gebaut. Also eigentlich im Grunde genommen haben wir schon sehr viel geschafft heute tatsächlich wieder. Ich höre Freunde. Bleib doch mal stehen. Bleib mal stehen. Ich brauche doch nur deine Haut. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ja, wir kriegen Besuch und hier ist noch nichts fertig. Ich schäme mich immer, wenn die Eingeborenen zu Besuch kommen und wir haben hier... Und hier steht nur Müll rum. Also ein Arm, ich dachte gerade, da wäre ein Lurch. Hab mich schon gefreut auf Hausbesuch und so, aber... Naja. Ich würde mich auch freuen, wenn überdachte Sachen einfach mal nicht nass werden. Wie zum Beispiel überdachte Feuer, das wäre auch schön. Zumal! Mann, dass der immer falsch schlägt, das kostet uns die meisten Armor. So. Jetzt ist die Frage, wo sind denn unsere Freunde? Wow. Kann man schon was sehen? Ich hätte echt gerne ein Fernglas, das wäre toll. Da hinten liegt noch ein Baumstamm, wie kommt der denn da hin? Wir haben da Bäume gefällt und da hinten liegt ein Baumstamm? How so? So, ich sehe noch ein paar Baumstämme. Eingeborene sehe ich allerdings nicht. Ich überlege, ob wir in der nächsten Folge nicht einfach mal ganz konsequent das Fort zu Ende bauen. Damit wir hier so ein bisschen eingedingens sind, eingekesselt sind. Dann können wir hier auch Kräuter anbauen und so weiter. Dann haben wir das hier eben als zentrale Basis und nicht das andere da unten an der Klippe irgendwo. Ich finde das hier irgendwie cooler, weil hier auch mehr Action ist. Habe ich so das Gefühl. Ich bin mir nicht sicher. Oder aber ganz unten bei der Stelle, die wir in der letzten Folge gesehen haben, wo diese Fläche so frei war, weißt du noch? Da könnte man natürlich auch hingehen. Wir haben Optionen. Und ich habe die Option, die Folge jetzt zu beenden, weil wir eh schon wieder... Halbe Stunde ist genug, oder? Halbe Stunde ist doch okay. 40 Minuten finde ich schon wieder zu krass. Jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde. Aber ich glaube, halbe Stunde ist okay. Da ist es für die einen nicht zu lang, für die anderen nicht zu kurz. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Aber trotzdem, 20 Minuten sind natürlich immer noch Standard. 30 Minuten sind purer Luxus. Das sind Verschwendungssucht, ist das. Ja, in der heutigen Folge, ich habe es ja gerade schon rekapituliert, hat man eine Menge Spaß mit stehenden Füßen, mit fliegenden Frauen, mit gebrochenen Unterkiefeln, Unterkiefeln, mit einer lustigen Stange im Po, Mexiko und so weiter und so fort. Und ich glaube, in der nächsten Folge können wir tatsächlich einmal ganz konsequent das Fort zu Ende bauen, einfach nur, damit wir es fertig haben. Da sagt der ein oder andere jetzt wahrscheinlich, och nö, aber ganz ehrlich, dann haben wir es hinter uns. Dann müssen wir nicht später wieder herkommen. Jetzt sind wir momentan sowieso hier. Wir haben die Eingeborenen hier schon ein bisschen weggebasht. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen die Ruhe. Wir können dann einfach am nächsten Tag Bäume fällen, einfach aufstellen. Ich glaube, das wird eine Folge, da haben wir das Fort fertig. Oder? Ja, komm, da einigen wir uns drauf. Machen wir es einfach. Komm, jetzt sei nicht so. Sei kein Frosch. Sonst muss ich leider häuten und Survival schreien. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Das war eine lustige Folge. Ich hoffe, in der nächsten passiert auch mal wieder was. Und ja, dann sehen wir uns ja bald wieder, hoffentlich. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.